bisher ist alles gut gegangen. Wir hatten heute Morgen leichte Panik, dass wir nicht rechtzeitig zum Flughafen kommen, weil der Bus, wir sind mit dem Fernbus hierher gefahren und der hat ein bisschen gedrödelt. Aber es ging noch alles gut. Und wir müssten gleich starten. Also denn, man sieht sich im Nachhinein. Gelandet und hatten hier einen Zwischenstopp von ca. 4 Stunden und jetzt geht es aber wieder weiter, zum Glück, weil es ist jetzt nicht besonders aufregend hier. Also ich bin echt positiv überrascht von Gulf Air. Es war echt angenehm, auch vom Essen wirklich gut. Und Ortszeit ist jetzt 20 nach 10 und um 20 vor geht unser Flug. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in Bangkok. Hier. Wie sollen die heute Nacht atmen? Wir haben noch ein Klima. Ach so. Ach Gott. Naja, das sieht schon eher aus. Ja, da werden wir hier wohl wohnen für die nächsten 4 Tage. I'm not afraid to die.
Guten Morgen, guten Morgen. Wir sind seit ein paar Stündchen wach. Ich bin schon ein paar Stündchen wach. Die Harriet ist noch gar nicht mal so lange wach. Eigentlich war unser Plan heute Morgen, so ein paar Sachen abzuklappern. Das war dann nichts. Das hat nicht geklappt, weil die, Frederike sollte den Wecker stellen und du hast einfach vercheckt, du verpeilte. Und da studiert die Fredda angeblich gerade den Reiseführer. Das ist der Plan. Gell? Oh je. Uah. Welcome to Chinatown. Hier ist die Hölle los. Also so viele Eindrücke. Das ist echt Wahnsinn, was hier abgeht. Das ist nochmal wie in einer anderen Welt, finde ich. Obwohl man jetzt so eine Viertelstunde, 10 Minuten vielleicht gefahren. Witzige Fahrt. Und ja, jetzt sind wir hier und es ist schön. Es ist echt anders, aber schön. Weiterfahrt gebucht nach Koh Chau. Eigentlich wollten wir nach Krabi. Das hat aber nicht geklappt, weil wir Schlaumeier vercheckt haben. Was heißt vercheckt? Wir wussten, dass das Song reinkommt, aber wir wussten nicht, dass das so busy ist und dass es dann alles nahezu ausgebucht ist. Das heißt, wir waren einfach zu spät dran. Man kann, wenn dieses nationale Fest ist, keine 2 Tage vorher buchen. Man muss schon. Wir hätten schon aus Deutschland buchen müssen. Das ist für morgen unser Plan. Wie lange wir dort bleiben, das entscheiden wir auch spontan vor Ort. Ja, wir sind echt ein bisschen platt. Weil heute sind wir einfach. So sehen wir auch aus. Wir sind heute irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Der Tag war heute einfach irgendwie seltsam. Und lasst euch nicht verarschen. Das steht in jedem Reiseführer, aber. Wir sagen es euch nochmal, lasst euch nicht verarschen. Lasst euch noch weniger von Leuten verarschen, die saunett sind, die meinen, die müssen euch helfen, die wollen euch nicht helfen. Die wollen nur euer Bestes, und zwar euer Geld. Also Augen auf und immer am besten gucken, wie man selber von A nach B kommt, bevor man sich zulabern lässt.